die große weite Welt. Ich wäre dumm, wenn ich hier nicht hier leben würde. Jawohl! Ja, mein Schatz. Ja, bring mir eine große Flasche Champagner, Darling, Darling. Oh Gott, endet schon wieder. Ist immer gut, meine Hübschen, ja? Herzlich willkommen zum zweiten Teil. Ich freue mich, geht weiter. Oh. Natürlich, mein Engelchen, ja. Ein Glas Champagner. Aber Joyce, raus, mein Engelchen. Darling, Darling, danke, Darling, Darling. Joyce, komm mir nicht mit Darling, Darling. Wie wär's mit Honey, Honey? Viel besser. Lass uns das mal probieren. Honey, Honey ist immer wieder ein schöner Einstieg, nicht? Und euch geht's auch gut so weit. Keine Ohren, macht gefallen. Sehr schön. Wunderbar. Ich würde gerne mitsingen. Honey, Honey, let me thrill you. Ah, Honey, Honey. Honey, Honey, don't you kill me. Ah, Honey, Honey. I heard about you before. I wanted to know some more. I wanted to know some more. And honey, I know what they mean. Your love machine. Oh, you make me dizzy. Honey, honey, don't conceal it. Honey, honey. Honey, honey, don't you feel it. Honey, honey. I heard about you before. I heard about you before. I wanted to know some more. I wanted to know some more. And honey, I know what they mean. Your love machine. Oh, you make me dizzy. I don't want to hurt you, baby. Don't hurt me. Don't want to see make you cry. So stay on the ground, girl. You better not get too high. Not too high, okay. But I'm gonna stick to you, Joyce. You never get rid of me. There's no other place in this world where I'd rather would be. Honey, honey, let me feel it. Honey, honey. Honey, honey, don't conceal it. Honey, honey. I heard about you before. I heard about you before. I wanted to know some more. I wanted to know some more. And honey, I know what they mean. Your love machine. Oh, you make me dizzy. Vorbei? Ja! Song Trilogy. Ja, Prost to everybody, kurz vor. Achso, ich muss ja noch einen kleinen Striptease machen. Für mich so einigend heute. Mir hilft's nicht, danke schön. Toll. Handschuhe über Handschuhe, fällt mir alt aus, denke ich. Okay, hat sie mir geblättert. Mensch, schön. Ja, also viele fragen mich ja, habt ihr euch umgesetzt? Komm ich durcheinander. Wer ist denn jetzt von euch? Männchen, Weibchen, Mensch, hört auf, ja. Mal heute. Aber schön, dass auch ein Mensch, dass ihr noch. Aber Schatz, wenn nächstes Mal husten, du huste einfach. Wir sind in der Kirche. Ich dachte, ich geh mal eine rauchen, dann wird's besser. Ach so! Geh mal einer rauchen, damit es besser wird, Herr. Wir haben auch eine Mädchentoilette, die damals in der Schule ist. Drogenecke. Also viele fragen mich ja, Hani, Hani, was muss man denn tun, um dich kennenzulernen? Hani, das ist ganz einfach. Herz schlagen lassen, ein- und ausatmen. Ich weiß, ich bin atemberaubend, also immer schön ein- und auch wieder ausatmen. Verdauen ist ganz wichtig. Und denken, das hilft, wenn man mich kennenlernen möchte. Doch welcher Mann passt zu mir? Ne? Diese Aufmerksamkeitsdefizitschreihälse ignoriere ich. Kennen Sie die? Nein? Die ihre Eier so schaukeln, als hätten sie 10 Kilo davon. Die sitzen auf so einer U-Bahn. Ja? Und sind laut und auffällig mit dem Handy am Rumfuchteln. Ja? Weil sie glauben, sie seien wichtig und merken nicht, verstrahlt sie irgendwo sind. Im Nirvana, im wahrsten Sinne des Wortes, verstreut irgendwo. Und dabei so laut, als ob da einen deren Privatrecht interessieren müsste. Ich sage immer, wer nichts zu sagen hat, hat umso mehr zu erzählen. Für mich gibt es keinen Grund, jemanden per Handy zu belästigen. Außer Mutter liegt im Sterben und die Welt geht in 3 Minuten unter, mach was Schönes. 2 Gründe, um am Handy jemanden anderen zu stören.
Ansonsten erledige ich meine Telefonate von zu Hause aus in meiner Privatsphäre, wo Telefonate für mich hingehören. Von 10 bis 22 Uhr. Und damit sind meine Termine bis ins Jahr 2070 fixiert. Ja, Termine stehen und erwartet man das akademische Viertel und fragt mich alle 3 Sekunden, und wo bist du jetzt? Ist es Unsicherheit oder haben wir nur verlernt, was Pünktlichkeit und Absprache eigentlich bedeuten? Ich sage nur, wieder zurückzukehren auf Kinderstube. Ich gönne mir den Luxus, nicht erreichbar zu sein. Und glauben Sie mir, niemand, kein Mensch ist so wichtig und unersetzbar, dass er permanent erreichbar sein müsste. Manche Männer glauben es ja gern von sich. Und einige von denen fahren ja auch so große Autos mit ganz lauter Musik, ja, um meine Aufmerksamkeit zu erhaschen. Das sind diese Aufmerksamkeitsdefizit-Schreihälse. Die fahren große Autos mit lauter Musik, um Mankos an anderer Stelle zu kompensieren. Ich stehe auf Minifahrer, dann weiß ich, was mich erwartet. Männer mit großer Persönlichkeit fahren kleine Autos. Ist doch logisch, oder? Und diese Halbstarken, die neuerdings hier mit den modisch angebügelten Haaren, ne, und den weiten Hosen, die rumkrakeelen und mit dem Schritt in den Kniekehlen. Also junge Männer ohne Arsch in der Hose haben doch eine Frau wie mir überhaupt gar nichts zu bieten. Dennoch nähern sich mir in letzter Zeit immer wieder jüngere Männer und fragen mich, ob ich ihnen einen ausgebe. Ich komme mir langsam schon vor wie Madonna. Aber man muss ja nicht jedes Fehlverhalten anderer mit- und nachmachen. Ich sage immer, das Blöde am gegen den Strom schwimmen ist, dass einem so viele Verpeilte entgegenkommen. Die glauben, dass sie es richtig machen, ja? Weil es ja alle so machen. Das erinnert mich an damals. Wollt ihr den totalen Krieg? Ja! Alles machen, was alle machen. Super, immer mitmachen. Und glauben Sie mir, wenn man das weiter so macht, dann ist das Wasser bald wieder so hoch, meine Menschen. So hoch. Aber ich muss Ihnen sagen, Zivilcourage im Alltag ist schwierig, das weiß ich. Aber Stuttgart 21 und die Castro-Demos geben mir den Glauben an die Menschheit zurück. Klinge ich bitter? Ich bin bitter, muss ich Ihnen sagen. Aber zart bitter dank homogenisierter Vollmilch. Zurück zum Thema. Auf der Suche nach dem richtigen Mann wollte ich ursprünglich...